aus Kuba, Wilfredo Prieto. Wilfredo Prieto, ein sehr politischer Künstler, der sich auch mit den Systemen der Kommunikation beschäftigt. Kommunikation ist ja auch im öffentlichen Raum ein ganz wichtiges Thema. Werbung, sagen wir so, aber eben auch Signaletik, alles, was irgendwie den Fluss der Menschen, den Verkehr und so weiter regelt, das basiert ja auf Kommunikation, Signale. Prieto hat eine tolle Arbeit auf dem Hartum, auf dem ehemaligen Hartumstadion angebracht, mit dem Titel Apolitico, unpolitisch. Apolitisch sind 46 Fahnen, die im Wind flattern, von Nationen, die bei der UNO anerkannt sind, die eine anerkannte auch Emblematik haben. Aber diese Embleme, diese nationalen sozusagen Ikonenzeichen sind bei Prieto nicht farbig. Nein, sie sind schwarz-weiß und grau. Das heißt, sie werden komplett auf die Form reduziert. Ne? Und damit natürlich auch gewissermaßen ein bisschen gleich gemacht. Also man kann jetzt nicht mehr mit Gold brillieren, wie das gewisse Länder tun, oder mit Rot irgendwie sich in den Vordergrund stellen.